Dean Schneider, wenn du das hier siehst, wenn du hier gerade im Chat bist, Dean, ich komme zu dir. Walla Habibi, ich pack meine Sachen, bin morgen weg. Das würde ich safe machen, Bro. Also wenn ich so eine Chance angeboten bekomme, für einen Monat dahin zu gehen, Digga, und mit dem zusammen zu leben, Bro, safe, wer wird das nicht machen, Digga? Crush, danke für den Zweier. Das kann der aber auch nur, weil der eine reiche Familie hat. Bro, keine Ahnung, Digga, kennst du ihn? Also, kennst du ihn persönlich, Digga, dass du das weißt? Also, Wikipedia steht, dass... Und auch selbst wenn, na und, Digga? Du musst es trotzdem... Selbst, egal, ob er sich das Geld selber erarbeitet hat oder nicht. Trotzdem ist es ein big move, Digga, einfach zu sagen, ich verpiss mich jetzt nach Afrika, Digga, und mach so einen Scheiß. Geht ja gar nicht um das Geld oder so, Digga. Einfach halt, um zu sagen, ey, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Weil viele denken halt über sowas nach und so, aber keiner macht's im Endeffekt. Haben sie ja gerade gesagt, dass er 20.000 im Monat von Family bekommt. Ist doch egal, ob er sich das jetzt selber erarbeitet hat oder nicht. Ich find's trotzdem krank, Digga. Was wäre dein Traum? Weiß ich gar nicht, Chat. Weiß nicht, Mann. Schwierig. Schwierig. Ich würde auf jeden Fall, also was einer so meiner größten Sachen ist, die ich gerade machen will, ist, ich will viel mehr reisen, Chat. Ich würde wirklich, ich will einfach die Welt sehen. So, wisst ihr, ich meine? Ich will in Länder, wo ich noch nicht war, Digga. Was auch für euch cool wird, weil ich da Videos drehen kann. Ich will einfach reisen, Digga. Ich will einfach die Welt sehen. Das ist so das, was ich gerade machen will. Ja. USA, safe. Ich war noch nie in den USA, Digga. Safe. USA, es gibt so viele Länder, Digga. USA war ich noch nie. Ich will auch mal auf so richtig kranke Inseln, so Malediven oder Bora Bora oder was gibt's da noch? Seychellen, da hatte ich auch krank Bock drauf, Digga. Indien würde ich auch gern sehen. Japan, Digga. Allgemein Asien, ganz viele Länder. Japan, China würde ich alles mega gern sehen, Bruder. Ich würde auch voll gern mal einfach so an Dings, an Nordpol oder so ein Scheiß. So ein Fick, Digga. Einfach zum Nordpol reisen. Buxtehude war ich auch noch nie. oder Australien, Digga, auch wild. Es gibt so viele Länder, wo ich noch nicht war. Brasilien war ich auch noch nie. Russland ist auch schön safe. Ich will alles sehen, Digga. Ist auch nicht nur diese krassen Reiseziele, Digga. Ich würde auch gern, keine Ahnung, Russland sehen, Digga. Schweden, Norwegen. Einfach alles. Einfach alles. Vietnam, ja. Das würde ich sehr gern machen, Digga. Aber das geht halt aktuell leider nicht. Thailand war ich schon. Nordkorea. Ey, Nordkorea hätte ich auch Bock. No joke. Nordkorea würde ich auch gerne mal sehen, wie das da so abgeht, wie es da so läuft. Soll auch krass sein. Ich will nach Japan, safe, Japan auch sexy. Also ich glaube, Japan ist auch echt ein geiles Land. Nepal, ja, Chat, Kuba. Es gibt so viele Länder, Digga, die geil sind, die man mal sehen sollte. Und ja, Mann, da hätte ich echt sehr, sehr Bock drauf, Digga. Und dann, keine Ahnung, vielleicht entwickelt sich ja irgendwas. Vielleicht gefällt mir ein Land so gut, dass ich sage, ey, ich will da hinziehen. Und dann ist es halt, ob man es macht oder nicht. Aber ich will auf jeden Fall irgendwann wandere ich aus, Digga. Ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben lang in Deutschland zu wohnen. Dafür ist das Leben irgendwie zu kurz, Digga. Deutschland ist cool und hier habe ich Familie, habe ich Freunde. Und ich fühle mich auch wohl in Deutschland irgendwo, in gewissen Bereichen noch nicht. Aber ich finde, das Leben ist einfach wirklich zu kurz, Digga, um dein Leben an einem Ort zu verbringen. Wisst ihr, wie ich meine? Ist langweilig, Bro. Ist langweilig. Du kennst alle Leute so. Du machst keine neuen Erfahrungen. Es ist alles gleich. Und im neuen Land, Digga, auch wenn es vielleicht am Anfang eklig ist, wenn du alleine bist. Aber Bro, du lernst neue Leute kennen. Du lernst eine neue Kultur kennen. Du lernst einfach alles neu. Einfach alles neu, Digga. Da läuft alles anders. Das Leben ist ganz anders. Und deswegen würde ich schon gern mal, es muss ja nicht für immer sein, aber mal für ein Jahr, für zwei Jahre irgendwo anders leben. Und ich glaube, das ist auch eine der geilsten Sachen, die du so machen kannst. Vor allem Reisen, Chat. Das kann ich nur jedem empfehlen, der hier gerade am Start ist, Digga. Reist so viel ihr könnt, Digga. Guckt euch andere Länder an, guckt euch Städte an. Macht das, Digga. Und vor allem macht das, wenn ihr jung seid. Weil irgendwann, wenn ihr Familie habt und hier Kind ist in der Schule und bla bla bla, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so leicht. Und macht, und ey, auch mal ganz, ganz ehrlich, Digga, geht auch mal allein in Urlaub. No joke. No joke. Also ich weiß, letztes Mal, als ich in Dubai war, war ich alleine da. Und ich sag euch ehrlich, Digga, ich habe mir davor zwar Gedanken gemacht, wie das so ist alleine. Aber no joke, ich hab's null bereut. Im Gegenteil, Digga.
Es ist auch geil, es war auch wirklich geil, weil du halt automatisch viel mehr Leute kennenlernst. Ich habe so viele Leute kennengelernt in Dubai, Bruder. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich habe einen Fotografen kennengelernt, der da schon 13 Jahre lebt, der eigentlich aus England kommt, Digga. Ich habe da die Typen von PP Performance kennengelernt, einen Typen von der Autovermietung kennengelernt, noch einen anderen Typen kennengelernt, einen Friseur kennengelernt, im Hotel mit Leuten gequatscht. Du bist halt viel offener, wenn du alleine bist, weil dir ist langweilig, Bro. Du denkst dir so, Alter, ich muss mit irgendjemandem reden. Und dann kommst du automatisch. Ich habe Escorts kennengelernt, wisst ihr, was ich meine? Da kommst du automatisch ins Gespräch mit Leuten und du bist einfach anders unterwegs. Weil wenn du, ich kenne das ja, Digga, wenn du mit der Freundin im Urlaub bist oder mit Freunden, dann seid ihr immer unter euch, ihr macht so euren Shit, ihr macht so diesen typischen Dubai-Shit, nicht Dubai-Shit, so ein Urlaubs-Shit. Geht zum Meer, geht zum Pool, geht essen, schlafen, so. Redet Deutsch miteinander. Und da ist es wirklich cool, Digga, wenn man einfach mal alleine unterwegs ist. Nicht jeder hat das Geld, so viel zu reisen. Safe, Luca, safe. Nicht jeder kann sich's leisten, safe, safe. Weiß ich, Bro. Aber es muss ja auch keine Reise nach Bora Bora sein für 8000 Euro. Man kann mittlerweile wirklich günstig reisen, Bro. Und jeder kann, glaube ich, wenn er jung ist, einigermaßen guten Job hat, sich was anspart, jeder kann sich dann mal eine Reise finanzieren. Man muss ja auch nicht in den teuren 5-Sterne-Hotels unterwegs sein oder irgendwie Business Class fliegen. Bruder, du kannst auch einfach mit dem Zug, es muss ja nicht so krass weg sein, fahr doch mit dem Zug hier in der Nähe irgendwo in ein anderes Land. Oder Flüge sind mittlerweile, Digga, Flüge sind auch nicht mehr so teuer, Bro. Was kostet ein Flug nach Frankreich? Was kostet ein Flug nach England, Digga? Was kostet ein Flug nach, keine Ahnung wohin, Türkei oder so? Ägypten ist nicht mehr teuer, Bro. Und das kann man sich auch ansparen, das Geld, wenn man es will. Ja, safe ist aber alles nicht so einfach. Only first class. Als Arbeiter für eine Achterbahnfirma komme ich fast überall hin. Ey, Digga, das hört sich nach einem nicen Job an. Wenn man jung ist, einfach Haus kaufen und wenn man so 50 ist, hat man so viel Geld für Urlaub. Ja, Bro, ich weiß nicht. Was findet ihr geiler? Urlaub machen und reisen mit 20, Mitte 20? Oder Urlaub machen mit 50. Ich glaube, ich, keine Ahnung, es ist bestimmt auch cool mit 50, Digga, Urlaub zu machen. Aber ich glaube, wenn du jung bist, dann ist es nochmal geiler, Digga. Dann ist es nochmal geiler. Das ist das große Problem im Leben, Chat. Bei ganz vielen Leuten. Die arbeiten und arbeiten, bis sie alt sind und haben dann Geld, ihre Träume von der Jugend zu verwirklichen. Aber das ist dann nicht mehr so geil. Es ist viel geiler, mit 20 ein Lambo zu fahren, als mit 60. Es ist viel geiler, mit 20 nach Thailand zu fliegen, da zu saufen, Digga. Ich will jetzt nicht alles auf Alkohol schieben, aber ihr wisst, was ich meine. Party zu machen, Digga, Leute kennenzulernen, Frauen kennenzulernen, Männer kennenzulernen. Im jungen Alter macht das, glaube ich, mehr. Ich war noch nie 50, Digga, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist einfach alles geiler. Und das ist das Problem im Leben, dass das System halt so aufgebaut ist, dass du, wenn überhaupt, erst Geld hast, wenn du alt bist. Weil du dann bist du in deiner Firma ein bisschen höher, verdienst ein bisschen mehr Geld. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt, sollte eigentlich irgendwie anders, also andersrum ist auch blöd, weil wenn du jetzt arm bist, wenn du alt bist, ist auch nicht geil, Digga. Aber ihr wisst, ich glaube, ihr versteht das, was ich sagen will. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 24. Ja. Und ich weiß, Chat, das große Problem ist meistens Geld, Digga. Ich weiß, Chat. Ich weiß. Und da kommen wir auch wieder zum Thema, mach Geld glücklich zurück. Und wir werden damit jetzt nicht anfangen, Digga, weil wir im letzten Stream da lange drüber geredet haben. Aber das ist halt ein Punkt, Bruder, wo Geld glücklich macht, weil du dir durch Geld das einfach erlauben kannst zu reisen und das zu machen, worauf du Bock hast. Aber bitte lass uns da nicht mehr anfangen, über das Thema Geld zu reden, Digga. Bin halt noch nie geflogen. Ja, Bruder, es gibt immer ein erstes Mal. Deshalb sitzen die Opis im Porsche. Ja, das ist halt das, Bruder. Aber ob die dann noch einen Porsche brauchen mit 70, Digga? Oder was heißt 70? Mit 50, 60 braucht man dann noch einen Porsche, Digga? Reicht da nicht auch irgendwie ein Auto, so wo du von A nach B kommst? Keine Ahnung, Chat. Hab Angst zu fliegen? Ach, Bruder, fliegen ist entspannt. Find das Prinzip bei uns irgendwie schwierig, weil man jung ist, möglichst viel und möglichst hart zu arbeiten, nur um dann mit 50, 60 viel Geld zu haben. Da vergisst man richtig zu leben. Safe, Digga, safe. Unser System ist halt leider einfach so aufgebaut, dass du halt eigentlich dein Leben lang arbeiten musst, wie ein Behinderter, um dann dir irgendwann mal dein Porsche kaufen zu können, wenn überhaupt. Was ist das für ein Leben, Bro? Also, ja. Deswegen ist es halt wichtig, und ich will auch mit dem Thema gar nicht so krass anfangen, deswegen ist es so super wichtig, oder das Beste, was du machen kannst im Leben, quasi dein Hobby oder das, was dir Spaß macht, zu deinem Beruf zu machen, Digga. Oder in dem Bereich zu arbeiten. Weil wenn man sich überlegt, wie viel Prozent am Tag unter der Woche, das ist crazy, Chat, wenn man sich das mal vor Augen hält.
Ihr müsst überlegen, ein normaler Arbeiter hat eine 40-Stunden-Woche, okay? Und ist normal, 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Die meisten haben noch mehr. Sagen wir mal 40 Stunden, Digga. Du stehst auf, sagen wir, du stehst um 8 auf, fährst zur Arbeit, kommst um, sagen wir mal, 17 Uhr nach Hause, Digga. Dann hast du noch, bis du pennen gehst, 17 Uhr, sagen wir mal, noch 5 Stunden Zeit. Also du arbeitest am Tag 8 Stunden, hast 5 Stunden für dich. Du arbeitest am Tag mehr, also du investierst mehr Zeit am Tag in Arbeit, als die du für dich hast, Digga. Und wenn man sich das mal hochrechnet auf sein Leben, Bro, müsst ihr euch mal überlegen, wollt ihr wirklich so viel Zeit eures Lebens, so viel kostbare Lebenszeit in etwas investieren, was euch null Spaß macht, wo ihr unglücklich seid, Digga. Und damit sage ich jetzt nicht, geht nicht arbeiten oder macht Hartz IV oder so einen Scheiß. Das meine ich damit nicht, Chad. Ich meine bloß, und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber damit meine ich bloß, dass es, glaube ich, von vielen Leuten das Ziel sein sollte, einen Job zu finden, der einem Spaß macht, Digga. Weil dann investierst du die Zeit, wo du arbeitest, genauso, aber du bist wenigstens glücklich. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Und da kommt es auch gar nicht aufs Geld drauf an. Ich hätte zum Beispiel, sagen wir mal, ich wäre jetzt kein YouTuber oder so ein Scheiß, okay? Mir wäre es viel wichtiger, also jetzt mit meinem aktuellen Wissensstand, damals wahrscheinlich nicht, Digga, aber jetzt wäre es mir aktuell viel wichtiger, einen Job zu haben, der mir Spaß macht, als einen Job zu haben, wo ich krass viel Geld verdiene. Wenn ich zum Beispiel einen Job habe, wo ich 2.000 Euro verdiene im Monat und einen Job habe, wo ich 4.000 Euro, das Doppelte, verdiene, okay? Dann würde ich auf diese 2.000 Euro scheißen, Digga, und trotzdem den Job machen, der mir Spaß macht. Ich verdiene inzwischen echt gut, aber meine Arbeit ist AIDS. Ja, Bro, das ist halt genau das was ich meine. Das ist halt genau das, was ich meine. Und ich weiß, es ist schwieriger gesagt als getan, einfach zu sagen, ja, ich scheiße jetzt auf das Geld, Digga, und nehme einen anderen Job, der mir Spaß macht. Aber ich glaube, um das jetzt abzuschließen, ich glaube, dass wenn du Zeit und Kraft in etwas steckst, was dir Spaß macht, bist du automatisch erfolgreicher und wirst automatisch auch mehr Geld verdienen. Das ist meine Ansicht. Wenn ihr das macht, auf was ihr Bock habt und in die Richtung geht, die euch interessiert, dann werdet ihr automatisch mit der Zeit mehr Geld verdienen als in einem Job, der euch gar keinen Spaß macht. Bin ich mir ziemlich sicher, Digga. Ich würde auch gerne mit YouTube probieren, willst aber nicht riskieren und die Schule deswegen aufgeben. Musst du doch gar nicht, Bro. Du kannst doch nebenbei mit YouTube anfangen. 4K zu wenig, Bruder. Ach, Bro, für was brauchst du denn mehr im Monat als 4K? Für was, Digga? Also ich glaube, wenn man 4.000 Euro verdient, ich meine jetzt netto, Digga, da hast du echt genug Geld. Für ein Lambo. Ja, Bro, natürlich, ich will das nicht so runterreden, Digga. Ich finde auch solche Sachen auch cool. Ich hätte auch gerne ein Lambo, Digga. Will ich nicht runterreden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man sich dann den Lambo kauft, Digga, da bist du auch nicht glücklicher als ohne Lambo. Doch. Ja, Chat, das kann sein. Vielleicht habt ihr recht, Digga. Vielleicht ist man glücklicher mit dem Lambo. Ich kann es euch nicht sagen, Digga, weil ich noch nie ein Lambo hatte. Keine Ahnung. 4.000, das muss man erstmal verdienen. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Das war ja doch nur ein Beispiel jetzt gerade. Erst Haus oder Lambo? Safe, erst Haus, Bro. Was macht dich richtig glücklich? Essen macht mich sehr glücklich. Ich merke das, Digga, wenn ich geiles Essen habe, dass ich glücklich bin. Was mich noch krass glücklich macht, ist, anderen Leuten was zu schenken. Und das hört sich jetzt so richtig, er macht einen auf Ehrenmann. Aber no joke, solche Sachen wie zum Beispiel meiner Mom, wo ich meiner Mom das Auto geschenkt habe, Digga. Das hat mich glücklicher gemacht. Ich glaube, es gibt nichts in meinem Leben, was mich jemals glücklicher gemacht hat. Oder halt einfach, keine Ahnung, Leuten helfen, irgendwie Gutes zu tun, Digga. Tiere machen mich glücklich, meine Katzen machen mich glücklich. Und natürlich macht mich auch irgendwo ein dickes Auto glücklich, Digga. Das macht Spaß, safe. Aber so richtig Glück habe ich nie eigentlich bei materiellen Sachen, Digga. Also ich spür das Glück nicht so krass, wie wenn ich jetzt andere Sachen mache. Gesundheit der Familie sowieso Nummer 1. Ja, safe, Bro. Glück ist ein ganz schwieriges Thema. Ist es auch, Digga. Ist es auch. Wenn man 5.000 Euro im Monat verdient, braucht man trotzdem 16 Jahre für 1 Million. Ist eigentlich schon krass. Denn im Durchschnitt kostet ein Haus 1 Million. Und dann die Vorstellung, dass man nur 2K verdient. Und dann arbeitest du halt dein Leben lang nur für dieses Haus. Ja, da hast du recht, Bro. Da hast du recht. Junge, man braucht nicht mehr Geld, als wie man zum Überleben braucht. Luxus macht nur für kurze Zeit glücklich. Geld geht euren Träumen nach und macht was aus eurem Leben. Ja, doch, stimme ich dir zu, Bro, safe. Was ist dein größter Traum, Bro? Das ist, ich weiß nicht, Digga, das ist auch,
schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich habe gar nicht so diesen großen Traum von irgendwas. Ich habe halt jetzt gerade aktuelle Träume. Ich habe zum Beispiel, einer meiner größten Träume ist es, glaube ich, aktuell finanziell unabhängig zu sein. Also wirklich komplett unabhängig, Digga. Dass ich einfach weiß, ich habe so viel Geld im Background oder irgendwie Investitionen oder sowas, dass ich mir eigentlich keine Sorgen mehr machen müsste. Das ist so ein ganz großes Ziel, was ich für die nächsten Jahre habe. Aber es gibt halt auch so kleine Träume. Man hat ja immer so Steps, also so kleine Träume. Ich will, was heißt klein? Es ist nicht klein, aber das, was aktuell bei mir gerade ist, natürlich ist es ein Traum für mich, dass Left Lane groß wird, Digga. Ich habe da noch ganz viel vor und das war halt auch einfach nur der Anfang mit dem ganzen Zeug. Und ich will, dass die Marke groß wird. Ich will irgendwann in die Motorradrichtung reingehen. Ich will, dass es eine geile Marke wird einfach, Digga. Eine Marke, Digga, die im Motorradbereich stattfindet, die es so noch nicht gegeben hat. Die faire Preise hat, Digga, eine geile Qualität hat. Und die halt einfach gefeiert wird von Leuten so. Das ist ein großes Ziel, was ich habe. Ja, aber Chat, jeder hat doch seine eigenen Träume, Digga. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass du halt auch irgendwie... dass du halt einfach auf dich schaust, Digga, und dich selber fragst, was ist dir wichtig, was macht dir Spaß? Weil ich glaube, heutzutage ist es leider oft so, dass wir durch dieses ganze Social Media, Digga, und durch dieses ganze Internet und vor allem auch durch Influencer, dass wir so krass, nicht manipuliert, aber so... Ich glaube, viele Leute haben Träume, die sie vorgelebt kriegen, aber die Träume sind gar nicht wirklich deren Träume. Wisst ihr, wie ich meine? Gefühlt will jedes Kind, was heißt Kind, oder jeder Jugendliche heutzutage, will unbedingt eine Rolex, Digga. Will unbedingt ein fettes Auto, will das, so alles, was die Leute ihm vorleben, so. Aber ob das dann auch wirklich glücklich macht und ob das dein Traum ist, den du haben willst, das ist wahrscheinlich bei den meisten nicht so. Jetzt mal ehrlich, ich weiß doch gar nicht, was mein Traum ist. Bro, ich auch nicht. Also, wer weiß es schon, Digga. Das ist aber auch normal. Das entwickelt sich. Und ich glaube, nochmal ein Tipp an euch. Das ist gerade alles Deep Shit, aber ein Tipp an euch. Ich glaube wirklich, nochmal zu diesem, was dich glücklich macht und Geld verdienen und so. Guck mal, ich habe zum Beispiel, okay? Ein Freund von mir, mit dem ich damals zusammen studiert habe, okay? Der war eigentlich genau wie ich, Bruder. Der wollte schon immer sein eigenes Ding machen, der wollte sich selbstständig machen, bla bla bla. Und als ich dann mit YouTube langsam angefangen habe, da war ich aber noch nicht groß, es ging wirklich gerade erst los, habe ich mit ihm damals schon geplant, eine Modemarke zu machen. Und wir haben halt voll oft zusammengesessen, haben geplant, haben über Sachen geredet. Und haben halt einfach beide so unsere Träume, wir haben halt kommuniziert über unsere Träume, okay? Und dadurch hat er ja im Kopf so eine Einstellung, er hat ein Ziel vor Augen. Dann hat er ein Jahr später, der hat Personal Training, Trainings gegeben und ein Jahr später hat er dann einen Typen kennengelernt, der in der Immobilienbranche tätig ist. Also der macht Bauprojekte, solche Sachen halt eben. Und der hat dann auch mit diesem Typen über unsere Sache geredet, okay? Der hat mit diesem Typen quasi drüber geredet, ey, ich will jetzt mit einem Kollegen zusammen eine Modemarke bringen und voll nice und wir sind gerade am Stoff heraussuchen, bla bla bla. Und dadurch, dass der seinem Traum nachgelaufen ist, hat er mit diesem Typ über Sachen geredet, über die er nicht geredet hätte, wenn er nicht seinen Traum verfolgt hätte. Wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt kommt das Ding, dadurch, dass er dann über dieses selbstständig sein, geredet mit ihm und bla bla bla, sind die halt in Gespräche reingekommen, in die du nicht reinkommen würdest, wenn du nicht deinen Traum verfolgst. Und jetzt hat der Typ, step by step, der Typ hat ihn dann eines Tages angeboten, weil die sich gut verstanden haben, eine Firma zu gründen mit ihm. Der macht quasi, die haben eine Firma gegründet zusammen und der Typ hat zu ihm gesagt, ey, ich werde dir jetzt alles beibringen, was ich kann, ich mag dich, ich suche jemanden, der quasi mir Sachen abnimmt, wo ich nicht mehr so viel machen muss. Und die haben eine Firma gegründet, Digga. Jetzt hat der Kollege von mir, ich glaube 15 Angestellte, der hat eine eigene Firma mit ihm zusammen, die läuft brutal gut, hat sich einen Porsche bestellt, neun, und das alles innerhalb von 2 Jahren, Bro. Und das ist das, was ich meine. Natürlich kann man sagen, ey, der hatte Glück gehabt, Digga, weil er einen Typen kennengelernt hat. Aber ich sehe das nicht so. Natürlich gehört Glück dazu irgendwo, aber ich sehe das so, hätte er damals mit mir, und das ist der Punkt, um den es mir gerade geht, was ich euch sagen will, hätte er damals mit mir nicht dieses Klamottending gemacht und nicht irgendwas geplant und seinem Traum hinterher, also wäre nicht seinem Traum hinterhergelaufen, hätte er niemals mit dem Typen über solche Sachen geredet und dann wäre auch niemals diese Firma entstanden. Wisst ihr, wie ich meine?
Und das ist, glaube ich, bei allen so, solange du deinem Traum hinterherläufst und versuchst, ihn zu verwirklichen, egal was es ist, Digga, lernst du automatisch Leute kennen, die dir irgendwie weiterhelfen auf deinem Weg. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist das, woran ich glaube, Digga. Weil du lernst automatisch Leute kennen, die so denken wie du und die dir weiterhelfen und wo du Tipps kriegst, wo du Möglichkeiten kriegst. Na, das ist Deep Shit, Digga, aber ich glaube wirklich daran.